Yay! Hallo Leute, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge Stardew Valley im Multiplayer. Und irgendjemand kann die Tür nicht zumachen. Entschuldigung. Es hat mich auch gerade sehr verwundert. Ja, Suki, wir sollten mal Freundescodes austauschen auf der Switch. Und dann könnten wir zusammen spielen. Dann könntest du jetzt auch mit den anderen spielen, aber jetzt geht gerade nicht. Wir haben schon wieder extra Glück heute am Tag. Nee, heute ist normales Glück. Also bei mir steht extra Glück. Ja, aber das ist nicht sehr glücklich. Also das ist nicht höchste Glücksstufe. Es gibt ja zwei positive Gefühl, glücklich, aber nicht allzu glücklich, heißt es heute. Und Saketa, du siehst hier übrigens auch schon, dass ich mit ein paar Mods spiele. Und zwar habe ich einerseits die UI-Info-Mod. Da sehe ich zum Beispiel, dass da oben die Tiere gepettet werden müssten. Ich sehe, dass Welche Tiere müssen gepettet werden? mein Eevee muss noch gepettet werden. Und ich sehe auch das mit dem Glück. Ich habe ja auch gesehen, wenn jemand Geburtstag hat und so weiter. Wobei ich mich um die Geburtstage und die Freundschaften mit den Villagern erst im zweiten Jahr tatsächlich erst beschäftige. Ja, wenn wir mal ordentlich Geld kriegen könnten, würde ich auch noch eine Hasenfarm aufmachen. Eine Hasenfarm. So, aber mal schauen. Demnächst werden wir Werbeeinblendungen haben, aber nicht für irgendwelche Produkte oder so, sondern Maestunym wird ein Werbeteam aufnehmen. Hallöchen. Bananenkönig has followed. Danke für den Follow. Armer Kerl. Folgt jemand dem Fuchs? Danke für den Follow, Bananenkönig C. Ja, Suki, so ist das halt. So kommt man in den Spielen auch am schnellsten voran. Bunny Hopping. Wait, Ja. das klingt falsch in dem Zusammenhang. Aber okay. Ja, viel Spaß dir beim Essen. Was gibt es denn Leckeres? Lass dir schmecken. Saketa, sehr schön. Das freut mich. Mehr Zuschauer sind mehr Zuschauer sind mehr Zuschauer. Und ich hoffe, ich kann euren Ansprüchen genügen. Dürfen wir ihr verraten, dass du dich um das Spiel informiert hast, oder soll das eine Überraschung sein? Sollten wir vielleicht vorher fragen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Lassen Sie mich damit darauf mit einer Gegenfrage antworten. Okay. Warum nicht? Wupp, wupp. Yay, Sassiku sagt wupp, wupp. Oh, Bergine. Braucht man 4 Tage. Ja, also ich muss sagen, ich fand Stardew Valley schon im Singleplayer super spielenswert. Ich habe einen kurzen Moment. Ich habe, wo habe ich's? Ist das noch gar nicht offen, oder was? Doch, da. Ich habe in diesem Spiel bisher 399 Stunden investiert. Also es ist auch ein Spiel, was man selbst im Singleplayer relativ viel spielen kann, weil ich glaube, wir spielen jetzt 14 Stunden oder so. Wir haben schon Ja, Tiere. ungefähr ein Dreher. Wir haben schon Tiere. Wir haben eine Kuh Ein Huhn und und ein Huhn. ein Huhn. Genau, ein braunes Huhn, weil jeder weiß, braune Hühner legen braune Eier und weiße Hühner legen weiße Eier. Und dann haben wir eine braune Kuh, die gibt Schokomilch. Genau. Darauf gibt es dann Schokokäse. Wie jeder das ja weiß. Kennt man ja. Bah, oh Gott. Weißt du noch, dieser Schokofrischkäse, den es mal gab, eine Zeit lang? Ich habe den nie gegessen, zum Ich Glück. auch nicht, aber allein der Gedanke schon. Na, aber sicher. Ich würde dir auch einen echten Hasen zeigen, aber wir haben nicht genug für einen Hasen. Sassiku donated 10 Euro. Dankeschön, Sassiku, mit einem. Nein, doch!
Doch. Schrankedön. Mensch. Das geht direkt in meinen Fonds für ein Streaming-Device-Dings-Teil. Wie heißt das? Capture-Card. Haha. Streaming-Device-Teil-Bums-Dings. Ich finde, das ist alles ganz gut erklärt. Man weiß Bescheid. Das sollte es bei der PR-Marketing-Abteilung sein. Das ist der Name. Mindestens. Wenn nicht sogar 12. Nee, andersrum. Das musste da raus. Wer hat denn die Zäune da reingepackt? Du. Boah, Muffy. So, was wollte ich heute machen? Nicht in die Mine gehen. Die Weltherrschaft anschmeißen. Die Zwergenschiffrolle 3 wegbringen. Ach, da kann ich auch die Geoden... Ja, hab ich in die Kiste geschmissen? Ja. Ja, aber also, die Geoden wegbringen. Vielleicht kriegen wir heute das, das Zwergen... Wörterbuch. Zwergenübersetzungshandbuch. Müsste es ja theoretisch im Deutschen heißen. Übrigens nicht wundern, Sageta, ich struggle manchmal ein bisschen mit den deutschen Bezeichnungen, weil ich das Spiel halt vorher nur auf Englisch gespielt habe und tatsächlich jetzt für dieses Let's Play es auf Deutsch spiele. Weil auch wenn ich meinen privaten Spielstand spiele, spiele ich den für gewöhnlich auf Englisch. Ja, ich normalerweise auch. Aber es ist halt einfach gerade bei den Cutscenes einfach besser, wenn man das aufnimmt, dass es einfach auf Deutsch ist, weil die Leute einfach mitlesen können. Und man das leichter vorlesen kann. Ja, genau. Blum. Blum. So. Ich bin mal gespannt, was davon. Zwei Iridium-Erz mal wieder. So. Zitronenstein. Das ist ja niedlich. Ich habe einen Zitronenstein. Zitronenbonbons. Drei Sachen immerhin. Wir können dieses Dings hier spenden. Legen wir einfach dahin. Wir können dieses Dings hier spenden, was auch immer das ist. Und wir können endlich die letzte Schriftrolle. Aber das ist die 3. Das heißt, das müsste die 4 sein. Dann sortieren wir das mal um. Und Belohnung. Oh, und den Zitronenstein, den hatten wir auch noch nicht. Dünn. Düm, badam, badam, bam, bam. Was kriegen wir denn als Belohnung? Wir bekommen den zwergischen Übersetzungsleitfaden. Bringt dir Zwergisch bei. Ja. Simple. As simple as that. Da können wir jetzt Bomben kaufen, ne? Ja, ich gehe mal den Zwerg besuchen. Und wir haben den rostigen Schlüssel. Wir waren noch nicht in den Sewers. Ich schon. Ich nicht. Hallo, ich habe all das Zeug von der Oberfläche. Ich hole es mir einfach in der Nacht von deinen Leuten. Hm? Was ist dieses Konzept von Privateigentum, von dem du sprichst? In Soviet Russia. Na? Lebenselixiere und Knoblauchöl, Kirschbomben, Bomben, Megabomben, Bergarbeiter, Leckerbissen und eine Sammlervogelscheuche und ein Steinhaufen. Oh, das ist neu. Steinhaufen, verwitterter Boden, dass du das hier kriegst, ist auch neu. Witzig. Verwitzig. So. Ab in die Stadt. Raus aus der Stadt. Rein in die Stadt. Oder so. Weil ich möchte heute noch ganz schnell unten lang gehen. Einmal Krobus ansprechen. Aufgeschlossen. Da ist diese komische Hundestatue, die uns unsere Skills zurücksetzen lässt. Und dann ein menschlicher Besucher. Das ist höchst ungewöhnlich. Ich bin Krobus, ein Verkäufer seltener und exotischer Waren. Bitte erschrick nicht, ich bin nicht so wie die anderen. Ich habe viel Zeit damit verbracht, Menschen zu beobachten. Ich weiß, dass ihr es mögt, einzukaufen. Lust, meine Waren zu durchstöbern? So, wir bekommen Schattenessenzen und Solaressenzen. Schleim. Am Freitag gibt es die guten Sachen. Ein Schattenei, Zeichen des Gefäßes, ein Monsterkamin, die
Sternfallfrucht für 20.000, die wir theoretisch beide noch brauchen. Die unheimliche Statue, die wir gebrauchen können, wenn wir eine Slime-Hutch haben. Ein Kristallboden und ein Zepter der Rückkehr. Das ist super gut. Was macht die unheimliche Statue? Die verhindert, dass die Hexe kommt und alle Slimes in schwarze Slimes oder durchsichtige Slimes jedenfalls verwandelt. Was gerade bei bunten Slimes ganz gut ist. Es ändert doch nur die Farbe. Ne, ja, aber mit der Farbe ändern sich auch die Drops, die die Slimes beim Töten bekommen. Und wenn du zum Beispiel lila Slimes hast, die Iridium-Erz droppen könnten, deswegen macht man das. Und am Freitag gibt es hier noch Iridium-Sprinkler. Schattenei könnten wir uns dann auch mal kaufen bei Gelegenheit. Ja. Was ist ein Schattenei? Da kommt ein Schattenküken, ein White Chicken raus. Da war eine Stimme im Hintergrund. Da ist eine Stimme im Hintergrund, das stimmt. Weil es eine Stimme ist. Ruhe und Gemütlichkeit, was? Ganz viele Tiere. Ganz viel in den Crab Pots, das heißt, ich werde jetzt mal angeln skillen. Ui. Nein, er hat die Krabbenhäuser aufgehoben. Hä, ja, also du wirst eigentlich gar nicht können. Ja. Schmeißt du mit oben in die Fishing-Truhe bei mir am Haus. Inventar voll. Was denn? Kommst du nicht ran? Nein, ich will nur nicht den falschen Stecker ziehen. Wenn du dort Stecker ziehst, passiert nicht viel. Okay. Deswegen habe ich das in zwei verschiedenen Sachen sortiert. Ja, ich glaube, ich habe Fishing hochgezogen. Könnt ihr eigentlich auch im Multiplayer Geburtstag feiern? Nein. Es gibt eine Mod, wo du dann am Anfang deinen eigenen Geburtstag eingeben kannst. Mhm. Aber normalerweise hast du in dem Spiel keinen Geburtstag extra. Aber mit der Mod kannst du einen Geburtstag eingeben und dann kriegst du zu deinem Geburtstag Geschenke. Yay. Hi. Hi. Wir müssen jetzt mal gucken, ob die nächsten Tag was tragen. Es kann sein, dass der Skill vielleicht... Wo hast du den Crabpot hingeschmissen? Ich habe ihn wieder reingesetzt. Das ist der ganz linke. Ach, das sollst du nicht tun, weil ich doch den Skill habe. Ja, ich will mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch funktioniert. Morgen. Weißt du? Es kann nämlich sein, dass es gar nicht mehr funktioniert dann. Naja, dann muss ich ihn wieder reinsetzen. Eben. Wie lange streamt ihr noch Stardew Valley? Eine Weile. Wir müssen noch ein paar Folgen machen für die Woche. Wie weit sind wir denn jetzt? Das ist jetzt, glaube ich, die dritte Folge. Ja, wir sind jetzt gerade Montag. Nee, Dienstag. Dienstag. Heute ist Dienstag. Was dann macht ihr? Das müssen wir mal schauen, wann wir das nächste Mal streamen können. Hast du denn irgendwas vor? Ich? Ja. Wenn ich fertig bin mit meiner Planung, würde ich mich eventuell dazugesellen wollen, wenn das okay ist. Ach, du willst mitspielen? Ja. Ja. So, dann spielen wir noch eine Weile. Dann spielen wir noch eine Weile. Okay, ich brauche mindestens eine halbe Stunde. Okay, das wären noch zwei Folgen, dann sind wir beim Donnerstag. Dann bist du Ende der Woche dabei. Das ist prima. Harmonika, genau. Ziehharmonika. So, wir können noch weitermachen, ne? Das weiß genau, ich jetzt wir machen noch weiter bis zum 23. Also, bis zum Ende des 23. Ja. Ganz schlechtes Glück heute. Also, man könnte fast sagen Pech. Und es wird morgen wolkig mit Windböen den ganzen Tag hindurch. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Quasi. Du bist Veganerin, da gibt es keine Fleischbällchen. Fleischbällchen? Mit W? Das sind ja dann Fleischbällchen. Ich bin sehr anstrengend. Denkt sich meine Freundin gerade. Nein. Doch. Oh. Dankeschön. Bam, 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 bam. Badam, bam, bam. Njaung, wie du hier durchsaust. Der Milchmann, so ein bisschen. Nur, dass du keine Milch hast, sondern... Ich finde, das sieht halt aus wie Milch.
diese Milchkanne. So, und wieder rein. Wir brauchen übrigens für den Winter noch Geld, damit ich endlich mal meine Gießkanne erweitern kann. Winter wird sowieso lustig, weil wir nicht wirklich viel Geld reinkriegen. Wir könnten den ganzen Stall mit Kühen voll machen. Wenn wir den dritten Stall haben, dann kriegen wir pro Tag ungefähr 2000 rein. Ja, ich werde sehr viel in die Mine gehen. Sehr viel Holz hacken. Wir können Winterseeds anpflanzen. Wenigstens auf den Feldern, die wir nicht bewässern müssen jeden Tag. Wann ist denn die nächste Ernte fertig bei dir? Große Ernte? Allgemein, dass wir 8000 zusammenkriegen. Wahrscheinlich hast du dann ein Jahr große Kürbis Ernte. Sagt 4 Tage. Okay. Also, den will ich aber erst am 28., also in 5 Tagen erst ernten. Weil, wenn er ich noch einen Tag länger stehen lasse, hat er eine Chance, zum großen Kürbis zu werden. Achso, Ziege brauchen wir ja nicht mehr, ne? Genau. Das heißt, wir brauchen jetzt auch eine Ente. Entenei oder Wolle, glaube ich. Ah, nee. Ja, das, Wolle, nee, Wolle nicht. Wolle geht, glaube ich, nicht. Doch, würde ich behaupten. Nein, sonst würde ich einfach auf Wolle gehen. Wolle? Wolle oder Entenei? Nein. Hä? Doch. Im Tierbundle? Ich habe gerade nachgeguckt. Im Tierbundle, ja. Aber Ente kriegen wir schneller als Entenei kriegen wir schneller. Und wir brauchen noch eine Baumfrucht. Oder Trüffelöl. Trüffelöl werden wir erst nächsten Frühling kriegen. Die Baumfrucht kriegen wir vielleicht vorher. Wir hätten ja einen Baum rauspflanzen können. Ja. Also aber nein, du wolltest ja nicht. Nein. Ich wollte im Sommer einen Baum pflanzen. Allein Madame wollte ja nicht. So, wir haben 5 uralte Früchte. Daraus können wir dann uralte Samen machen. Mhm. Damit du dann im Gewächshaus die Sachen zusammenbringst. Wir hätten die Fruitbed Cave nehmen sollen. Die Fledermaushöhle. Wieso? Weil wir eine Chance auf Baumfrüchte gehabt hätten. Auch wenn das da super ewig auch dauern kann. Das ist teilweise richtig nervig. Da rein. Habe ich da noch irgendwie genug Wege? Ja. Dann nehme ich erstmal die Wege. Einfach um die Bäume hier noch frei zu halten, mache ich da jetzt kurz Wege rum. Oh ja. Ich frage mich echt, was es bei Suki heute zu essen gibt. Ich bin ja neugierig. Ja, wahrscheinlich Klöße. Klöße? Bei mir gibt es heute Klöße auf jeden Fall. Sobald wir fertig sind, mach Klöße. Klöße? Aber nicht original Thüringer, sondern ich mach die nach meiner Art. Nein. Das heißt, es kommen keine Brotwürfel rein, sondern Schinkenwürfel. Und vielleicht Sauerkraut, mal gucken. Sauerkraut. Tannenzapfen. Weißbrot. Schwingschleifer. So. Was? Achso, ich kann das jetzt daneben stellen direkt immer. Dann brauche ich das ja gar nicht bis hierher machen. Sehr, sehr viele Kiefernzapfen. Davon kriegt man sowieso immer mehr, irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Das ist aber auch ganz gut. Dann kannst gerne Gold ansetzen währenddessen, immer wenn du sowieso auf der Farm rumrennst. Dann können wir nämlich, sobald wir in die Wüste kommen, einen riesen Kiefernwald aufbauen. Ja,
Und ich habe letztens schon 50 Kieferzapfen verarbeitet übrigens, ne? Nein, nicht da rein. Mensch, bin ich denn dämlich? Ja, was? Okay. So. Ja, hallo Freundin von Saketa. Hallo Freundin von Saketa. Willkommen im Stream. Hier ist sehr schön, mach's dir gemütlich. Genau. Ja, wir spielen Stardew Valley Multiplayer. Wie Dennis. Oh, dein Name ist so dunkel. Ich habe mir den Chat auf Dark Modus gestellt, da muss ich erstmal näher rangehen, um das zu erkennen. Ich kann es auch irgendwo ausschalten, dass die Farben aus sind, ne? Aber... Ja, aber ich finde das ja cool, dass sich jeder seine eigene Farbe aussuchen kann. Ja, das ist auch schick. Und Sasiku so, hä? Man kann sich die Farbe aussuchen? Mir hat das keiner gesagt. Warum nicht? Was soll das? Ja. Was soll der Kram? Hat mein Hintergrund so, ja! Ach so, hier unten kann ich noch nicht, aber kann ich da... Hast du es gefunden? Okay, da hinten sehe ich das nicht. Das wird zu blöd. Da oben kann ich nicht, aber ab da kann ich dann, ne? Genau. Eins freilassen. Vier. Da geht nicht mehr. Ja, wir spielen Stardew Valley Multiplayer, das habe ich schon gesagt, und wir haben Spaß dabei. Das stimmt. Auch wenn es ab und zu mal ein paar ruhige Passagen gibt hier. Weil es ist einfach Stardew Valley. Ja, das gehört zu dem Spiel halt auch dazu. Es ist so viel kann man dazu gar nicht reden, genau. Es ist super gut zu schauen, wenn man, keine Ahnung, einschlafen will. Wenn man sich die Folgen dann auf YouTube anguckt und sagt, oh, ich kann schon wieder nicht schlafen, es ist 23 Uhr, ich weiß nicht, ich kann irgendwie nicht einschlafen, dann schaut man einfach Stardew Valley. So, ich weiß, da kommen jetzt sehr viele Invalid Position Dinger. Aber das ist einfach schneller, wenn ich es gedrückt halte. Ich pflanze hier oben mal ein paar Bäume an. Hier sieht man sogar noch gleich die krassen Pro-Tricks bei Fox. Weil warum sollte man den Platz auf der Farm benutzen, wenn man das auch dort machen kann? Genau. Das ist ein super guter Trick, um einfach noch zusätzlich Platz nutzen zu können, der sonst nicht mehr nutzbar ist. Richtig. Man muss nur auf eine Sache aufpassen. Man muss gucken, ob NPCs da langlaufen. Weil NPCs machen einfach alles kaputt. Die sind quasi Dampfwalzen. Ja, aber das ist nicht ganz so schlimm wie bei den Bäumen. Ja, bei den Bäumen nicht, aber wenn man allgemein andere Sachen außerhalb der Farm bauen möchte. Aber genau deswegen bin ich ja hier oben an der am Badehaus. Denn die NPCs sind hier nicht so viel unterwegs. Noch weniger ist es halt wirklich in der Wüste. Spargel, Schnipsel und Kartoffelspalten. Oh. Schnipsel. Oh, sieht auch gut an. Bargeln, dann muss ich jetzt gleich nach Hause fahren. Suki, du hast einen guten Geschmack. Schreibe ihr das doch, vielleicht hat sie es nicht gehört. Sie meinte, du hättest einen guten Geschmack, Suki. Finde ich auch, dass du einen guten Geschmack hast, Suki. Das musst du jetzt sagen, oder? Ich habe überlegt, ob ich es tue, aber dann habe ich es doch einfach gemacht. Oh, tiefste Minenebene. Schnipsel! Unter der Chatleiste, genau. Das Symbol für Einstellung unter den Namen dann. Edit Appearance. Oder bei mir steht da Farbe aussuchen irgendwo. Aussehen bearbeiten. Doch, da oben. Aussehen bearbeiten. Wie sehe ich denn aus? Heute will ich so aussehen. Your color has been changed. Yay. So. Wer hat gesagt, dass man eigentlich nicht an so viel Gold rankommt? Das war... Chris? Wir sind jetzt mit 245 Gold in der Truhe. Goldbarren oder Golderz? Golderz, aber trotzdem ist das eine Menge. Oh, sind ja gerade mal 40 Goldbarren, ne? Du glaubst ja nicht, wie viel Gold ich auf meinem anderen Spielstand verbraucht habe, weshalb ich gesagt habe, dass es so teuer ist. Ja, ich bin aber auch nur was, zwei oder dreimal in der Mine gewesen jetzt. Ja, aber hier haben wir den Vorteil, dadurch, dass man nicht alles alleine machen muss, ne? Wenn der andere halt auch mitmacht, dann... Ja, und ich renne noch mit der Kupferaxt rum, also. Ich überlege gerade, was war denn das, was so ultra viel Gold gefressen hat? Der Saatguterzeuger frisst ein Goldbarren, das ist schon okay. Ja, die Ölpresse, ich habe relativ viele Ölpressen gemacht.
Ansonsten, wenn du ja gerade die Mod hast, dass du Gold auch zu anderen Bahnen machen kannst, werden wir da einfach viel Gold verbrauchen. Ja. Das heißt, es ist schon gut, dass wir so viel Gold haben. Ach na, und dann später halt die anderen Sprinkler, ne? Die Iridium-Sprinkler brauchen ja auch jeweils einen Goldbarren, einen Iridium-Barren und eine Batterie. Ja. Also das frisst schon alles so ein bisschen, also wenn man es alles zu braucht. Wie viel Iridium haben wir eigentlich? Wir haben schon wieder 4 Erze, okay. Aber ja, ich kann dann bald das auch 4 zu einem Iridium-Barren machen. So. Du hast ihn ganz links reingestellt, ne? Den Crabpot. Ja. Der hat nicht getragen. Ich habe ihn jetzt nochmal rausgenommen und wieder reingestellt. Aber die anderen haben getragen? Die anderen haben getragen. Das ist gut zu wissen. Das heißt, du musst nur aufpassen, dass du sie nicht wieder rausnimmst. Ja, dass ich sie überhaupt rausnehmen konnte, ist halt komisch. Oh, meine Katze ist auf einmal reingespawnt. Mein Evoli kann teleportieren. Letztes Mal ging es nicht, ne? Evoli hat verkauft? Teleport ein. Ich habe was verkauft, ja. Okay, dann ist das nämlich jetzt der letzte Tag für die Folge. Genau. Und dann machen wir eine ganz kurze Pause, eine ganz kurze 5-Minuten-Pause. Und dann machen wir die nächste Folge und dann zeige ich, wie Dennis auch unsere wunderschönen Tiere im Stream. Die zwei Tiere, die wir haben. Eben, unsere zwei wunderschönen Tiere. Und deswegen würde ich sagen, was das, Leute, für heute. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.